Renate heute als Bastlerin. Wie ihr wisst, deshalb ja Craft, Cat Air, bastle ich leidenschaftlich gerne. Ich möchte bitte dazu sagen, dass ich weder die weltbeste Bastlerin und erst recht nicht die weltschnellste Bastlerin bin. Ich bastle einfach gerne und ich freue mich, wenn euch meine Bastelsachen gefallen und auch anderen Leuten. Und ich wurde gebeten, euch ein paar Klappkarten zu zeigen. Ich habe jetzt heute 3 mitgebracht zum Zeigen, wie man das macht. Und ich habe noch weitere, aber die gibt es nicht in diesem Video. Die kommt später. Ja, ich habe also erstens mal so eine Zickzack-Karte vorbereitet. Die heißt eigentlich Doppel-Z-Karte, Double-Z. Die hat also ein vorne. Ich habe diese jetzt hier mit Einhörnern geschmückt. Einhörner haben absolut ihre Berechtigung und deshalb haben die eine eigene Karte bekommen hier rein, die Einhörner. Aber natürlich kann man auch alles andere da verbasteln. Jetzt zeige ich euch, wie das geht, eine Doppel-Z-Karte. Dazu muss man sagen, hier habe ich ja nur eine halbe Karte praktisch hinten angeklebt. Halbe Größe von der A4-Karte. Man kann das genauso gut in gleicher Größe machen oder auch nur in einem schmalen Streifen. Sieht immer toll aus, finde ich. Also ich denke, der Beschenkte bekommt das so, zieht das aus dem Umschlag und denkt, hui, da ist ja was Besonderes, denke ich. So, dann habe ich nochmal das gleiche Einhornpapier, was natürlich zu allem anderen auch passt. Sind ja einfach Pastellfarben und so ein bisschen wie Sterne angemalt. So, man kann dazu irgendein Scoreboard nehmen, was immer man hat. Ein Scoreboard-Brett ist also einfach ein Gerät, um Hilfslinien zu ziehen. Denn wenn man Karton einfach so knickt und dann zerbricht der ganz blöd. Das sieht nicht gut aus. Deshalb sollte man immer vorher falzen, heißt das auf Deutsch. Genau, falzen. Ich habe hier so ein Brett, schon ganz alt. Ich habe auch einen ganzen Koffer und noch so ein großes Ding, je nachdem, was ich falzen will. Wenn ich zum Beispiel einen Karton bastle, dann habe ich lieber ein größeres. Aber hier für einfach einen DIN A4 oder DIN A5 Karton zu falzen, finde ich das einfach ideal. Wenn ihr sowas nicht habt, aber auch machen möchtet, reicht es auch, ein Lineal zu haben. Dann misst man einfach aus. Also 29,8 Zentimeter ist so eine A4-Karte immer groß. Stimmt. Dann die Hälfte markiert man sich und dann braucht man nur mit einem Gerät, zum Beispiel mit einem, also ich nenne das Poki-Tool, ich weiß jetzt nicht, also ein spitzes, irgendwie eine Spitze, sanft drüber, am besten dann von hinten zu ziehen und dann hat man ebenfalls eine Falz. Aber wie gesagt, ich habe ein Scorebrett und deshalb brauche ich also nur bei der großen Karte, die bei mir vorne ist, einmal A4 Hälfte. Einmal A4 Hälfte. Und an der Rückseite ist einmal A4 Viertel. Genau, Viertel heißt das. Hier steht es in Englisch drauf, aber das ist ja vollkommen wurscht. So. So und einmal zurück. Und das gleiche machen wir auch hier. Einmal Hälfte. Also man knickt es immer entgegengesetzt zu dem, wie man die Falz gezogen hat. Hier hinten ist ja jetzt so ein kleiner Huppel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und wenn man dagegen knickt, dann wird es schön. So, und das vierte. So, also wie gesagt, einmal so knicken und einmal zurückknicken. Und dann muss man die beiden nur zusammenbringen. Nämlich so. Ob man das jetzt hier unten anklebt oder mittig oder oben, vollkommen wurscht. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es wird eben nur an diesen beiden Seiten, da ist ein Katzenhaar, Sammy wollte nämlich unbedingt sehen, was ich hier mache. Nee, Sammy. Knuspert gerade seine Leckerli da hinten. Wird einfach mit beliebigem Kleber, also ich benutze dafür sehr gerne dieses doppelseitige Klebeband, dieses oder anderes, egal,
Denn so beschichtetes Papier macht gerne Wellen, wenn man es mit Flüssigkleber klebt. Also, wie gesagt, ich habe es dann hier an diesen Punkten festgeklebt, diese ganze Fläche und eben diese ganze Fläche. Und dann passt es wunderbar zusammen. Ich glaube, ich brauche es jetzt nicht ankleben. Es ist wirklich kinderleicht. Und dann passt das alles zusammen. So, schieb's mal ineinander. Du bleibst da. Und dann passt das in den A4-Umschlag. Vorher am besten hinten, also hier, dieses hier ist ja ein Karton, der nur einseitig bedruckt ist. Deshalb habe ich den. Das ist ja die gleiche. Oh. Kein Corona. Kein Corona. Man muss das jetzt immer dazu sagen. Ne? Ich habe den also hier hinten beklebt mit dem gleichen Karton, wie auch hier, damit das einfach hübscher aussieht. Finde ich dann hübscher. Und wenn man schreiben will, kann man dann hier auf den beiden Flächen noch machen. Also wer noch nicht gebastelt hat, ich sage mal gleich dazu, ihr wundert euch vielleicht, wieso sind denn hier weiße Striche, wo ich das doch beklebt habe. Also wenn man da ein Bogenpapier einfach draufklebt, dann tut sich das Papier echt schwer. Es reicht gerne. Deshalb mache ich jede einzelne Seite separat, dass ich die aufklebe. Dann lässt sich das beliebig oft falten und man hat keine Probleme. Das war die erste Karte, die Doppel-Z-Karte. Die ist wirklich kinderleicht und ich finde, die macht echt was her. Ne? Aber wie gesagt, ich mache die jetzt nicht weiter. Wo tue ich die denn hin? Ich lasse sie da in der Ecke liegen einfach mal. So, die nächste Karte. Da habe ich hier die, das ist meine Beispielkarte, die habe ich gestern gemacht, extra zum Zeigen jetzt. Die habe ich also ganz aufwendig, habe hier ausgestanzt vorne und das Ganze noch beglittert, damit es ganz prunkvoll wird. Und jetzt kommt nämlich der Clou, wenn man aufmacht, dann öffnet sich hier, habe ich ein anderes Papier dagegen geklebt, wie man sieht. Und hier steht alles Gute und von Herzen und das wackelt dann so rum. Ich habe das anfangs mit einem Faden auch unten festgemacht. Dann kriegt man das aber schlecht reingedrückt, um die Karte in den Umschlag zu stecken. Deshalb baumelt es bei mir immer nur oben rum. Und ich finde das ganz klasse. Ich habe es hier ausgestanzt mit der Stanzmaschine. Man kann es aber auch mit einem Stanzer, wo man so ein, muss ja nicht ein gewellter Ausschnitt sein. Man kann es aber auch ganz einfach mit dem Lineal ausmessen. Und dann mit dem Cuttermesser oder der Schere ausschneiden. Aber ich habe eine Stanzmaschine, deshalb war es für mich natürlich einfacher, das da reinzulegen. Und dann auf der Rückseite klebt man am besten noch ein Blatt Papier drauf oder schreibt mit weiß oder schwarz, wie man möchte. Ja, diese Karte wollte ich euch dann gerne zeigen, wie das geht, wenn ihr Interesse habt. Und dann hatte ich mir noch überlegt, wenn ihr möchtet, kann jemand, der es haben möchte, die drei Karten, die ich jetzt euch zeige, die fertig sind, haben. Die gebe ich gerne her. Ich habe die extra so gestaltet, dass da jetzt nirgendwo draufsteht, was weiß ich, zum 40. Geburtstag oder so, sondern wirklich relativ neutral. Herzlichen Glückwunsch kann man zu allem sagen. Ne? Und hier steht ja nur Unicorn, also Einhorn. Sprich. Ich würde dann aber auch die drei Lehrstücke mit verlosen. Kann ich machen. Klar. Weil dann können diejenigen sich auch selber noch die Karte gestalten. Klar, gerne. Wenn ihr möchtet, gerne. So, das war ja die Beispielkarte. Die Karte, die ich dann jetzt mache, die sieht ganz anders aus. Wollte ja nicht wieder das Gleiche. Da habe ich also einen blauen Spiegelkarton genommen und habe vorne schon mal ein Designpapier draufgeklebt. Das ist eins der Papiere aus dem Papierblock, den die liebe Dani mir mitgeschickt hat, in dem großen Geschenkpapier, was ich euch dieser Tage gezeigt habe. Ja, und innen habe ich schon vorbereitet, nämlich das Innenfeld hier. Ihr seht, hier habe ich Gold Gold hinterlegt, einfach so ein goldenes Papier, weil es schön passte, fand ich. Man kann es natürlich auch weiß lassen, aber ich finde es einfach schön, wenn der Hintergrund auch irgendetwas bringt. Und ich fand hier diesen Karton so
selber schon so aufwendig, dass ich da jetzt nicht noch große Muster im Hintergrund haben wollte. Aber hier wollte ich gerne das Muster haben und habe einen anderen Karton ausgewählt, der dann das Loch enthält, was ich schon gestanzt habe. Aber ich habe weiter noch nichts gemacht, außer dem Falz, wie ich euch das eben schon gezeigt habe. Ne? Und ja, Mitte. Ich habe es noch nicht mal den Kleber aufgetragen. Okay, mal gerade gucken, wo der Falz ist. Ganz sanft gefalzt. Den könnte ich gleich nochmal. Ne, geht aber. Ich muss das mal auf die Seite legen. Das ist mein, wie heißt das? Knochenbein nennt sich das irgendwie. Komischerweise, weil das früher aus Knochen gemacht wurde. Zum Glück jetzt nicht mehr aus Knochen. Oder Falzbein heißt es auch, ja. Auf jeden Fall kann man damit eben schön ganz feste Prägungen machen. So, das wäre das. Jetzt zeige ich euch dann den nächsten Trick. Das lege ich mal auf Seite. Vielleicht wisst ihr das alles, ihr seid selber Bastler. Ich weiß es nicht, aber ich zeige es euch jetzt. Ich habe also eine neue Rolle mit doppelseitigem Klebeband hier. Ich dachte, wenn es mir zwischendurch ausgeht, wäre ziemlich blöd. Achso, mein Nagellack ist in Nagelfolien. Die hatte ich mir bei Shein neulich mitbestellt. Die man hinterher abziehen kann. Jetzt macht da nicht so genau drauf, weil ich mir beim Basteln schon alles Mögliche hier angekatscht habe. Aber ich finde, es fällt nicht so auf, weil hier lauter so Silber- und Goldstückchen drin sind und so. Also die müssen bald neu gemacht werden. Aber nur damit ihr es wisst, also meine Nägel sind nicht per se blau. Das ist so eine Nagelfolie. Die ist einmal rosé, einmal blau und einmal ganz verrückt. So, ich mache mir jetzt also auf jeder dieser schmalen Seiten vorne und hinten einfach einen Kleber hin. Ich versuche nicht zu viel nebenher zu erzählen, sondern mich darauf zu konzentrieren, was ich hier mache. Was meint ihr, wie lange ich überlegt habe, ob ich denn die Beispielkarten vorher basteln soll oder nicht? Soll ich überhaupt welche machen? Soll ich einfach nur hier am Tisch was machen? Und dann dachte ich, ach, mach. So, dieser Teil wird ja nicht angeklebt, aber wir wollen ja in die Mitte etwas reinhängen. Ne? Das habe ich auch schon vorbereitet. Da ist es. Ich habe also auch ausgestanzt. Ihr könnt das genauso gut eckig ausschneiden. Das muss nur hier reinpassen, dass es locker wedeln kann. So, ich habe einfach einen ganz normalen Nähfaden genommen, weil er recht unauffällig ist. Ne? Und der liegt hier im Kleber zickzack drin, damit der auch nur ja. Ja, jetzt niest er auch noch. Immer noch kein Corona? Nee. Ja, sowas. Okay, jetzt habe ich gar kein Papier mitgebracht, um das abzudecken. Ist egal, da müssen wir jetzt mit leben, Leute. So, ich mache so ein Stückchen doppelseitiges Klebeband hier hin. Habe ich echt vergessen, ne? Ich gucke nochmal hier drunter. Nö. Gut, ich muss also später, dann da noch ein Papierchen drüber kleben. Irgendwas vergesse ich immer. Schieben wir es aufs Alter, ne? So, kleben wir mal fest. Bis da und dann auch wieder zurück. Weil ich alles immer so sorgfältig anklebe, dass das im Leben nicht mehr abgeht. So, ich mache jetzt da direkt noch einen Streifen drüber, damit das gesichert ist. Und wie gesagt, ich mache später da noch ein Stückchen Papier drüber, damit man das auch nicht mehr sieht, dass der Kleber also abgedeckt ist. So, nachher werde ich dann auch hier... Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache kleine Eulen in diese Karte rein. Ich mag diese bekloppten Eulen mit den verrückten Augen. Ja, jetzt kommt nämlich der super Tipp-Trick. Ich ziehe die Folie hier von dem doppelseitigen Klebeband nicht komplett ab, sondern, ihr werdet auch gleich sehen, warum ich das mache, nur so ein Stück, da ist ein bisschen Kleber dran, so, nur so ein Stück, dass es ein Stückchen rausguckt, ne, ich nehme den, mein Pucki-Tool, dass der unten ein Stückchen rausguckt und ich den zu fassen kriege nachher. Denn so lässt es sich viel einfacher positionieren. Ich mache auch gleich beide Seiten.
sonst muss man auch zu viel zirkulieren. So, einfach ein Stückchen raus. Ein Stückchen Kleber abgeschnitten. So. Denn sonst hat man es sehr schnell schief aufgesetzt. Und wenn es einmal klebt, dann klebt es mit doppelseitigem Klebeband. Da ist natürlich ein Vorteil, wenn man Flüssigkleber benutzt, weil man den noch schieben kann. Aber das ist der Spiegelkarton und Spiegelkarton hat das gar nicht gern. Das gibt dann so Beulen und Wellen und so. Ganz blöd. So, wo haben wir vorne? Hier ist vorne und da ist oben. Dann fangen wir mal an der Seite hier an. Ich setze das hier an und passe das ganz genau ein, links und rechts und vorne und hinten. So, klebe es fest und dann brauche ich nur den Rest hier rauszuziehen. So, und das passt einwandfrei. Ist das nicht schön? So, gleiches machen wir dann hier an der Seite. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht so gemacht, wie es mir auch schon passiert ist, dass ich tatsächlich das oben und unten vertauscht habe. Was sehr ärgerlich ist. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was ich beim Basteln nicht schon verkehrt gemacht habe. So, und wieder rausziehen. Aber man lernt ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? So, hat aber geklappt, es ist richtig herum. So, jetzt passt das in den Umschlag rein. Und, tü-tü. Und dann habe ich gedacht, mache ich da jetzt auch noch fertig. Bei der Zickzackkarte, bei der Doppel-Z-Karte habe ich es ja nicht gemacht, dass ich jetzt die zweite dekoriert habe. Aber die mache ich jetzt. Die könnt ihr auch haben dann. Wer möchte, kann die haben. Der schreibt dann einfach Hashtag ja oder so. Also ich habe hier diese süßen Eulen ausgesucht. Kannst du mir vielleicht aus der Küche den Flüssigkleber aus der Schublade noch holen? Den habe ich vergessen. Ich misstraue ja immer diesen selbstklebenden Dingern hier. Diese Sticker. Ich glaube nie, dass die wirklich für immer halten. Und ich möchte, dass das alles für immer hält. Dass das auch in 3 Jahren noch da ist, wo es sein soll. Ich danke dir. Ich lege ihn schon mal zur Seite. So. Dann kommt eine Eule dahin. Ich muss immer darauf achten, dass der Stamm auch auf der richtigen Seite ist. Hier sitzt ja jede Eule auf ihrem Stamm. So. Du findest die blöd, ne, die Eulen? Nee. Nee. Die sind süß, ne? Ich mag die mit ihren großen Glubschaugen. Ich mag auch so Eulen, sowieso. Als ich diese Brille bekam, sagte meine Freundin, ah, du wirst eine Eule. So habe ich die jetzt angeordnet. Gut? Gesehen? Mhm. Gut. Ja, und dann drinnen auf das kleine runde Ding. Habe ich gedacht, hier von diesen niedlichen Eulen. Dann nehmen wir die hellblau. Wie gesagt, ich traue denen immer nicht, ne? Dass die wirklich für immer halten. Und deshalb tue ich noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. So, nicht viel, aber so, dass sie wirklich halten werden. Für immer und immer. So. Ich hätte die auch vorher schon draufkleben können. Aber ich dachte, das ist dann blöd zum Einhängen, ne? So, eine Seite. Einmal umdrehen. Und da nehmen wir die Gelbe. So. So, wenn ihr wissen wollt, woher ich die Eulen hatte, die waren mal in einem Set von Garnitenmeier in den mit Herz. Und der Karton, ja. Tja. Das ist einfach Spiegelkarton. Ah ja, der Spiegelkarton war von Craft Buddy, genau. Und dieser Karton mit den Punkten hier, das weiß ich nicht mehr. Also so sieht das jetzt aus. Wenn man möchte, kann man das dann eben noch was reinschreiben. Und hinten, wie gesagt, entweder nimmt man einen weißen Stift, so einen weißen Lackstift und schreibt damit.
Oder klebt einfach so ein Stück Druckerpapier drauf. Ja. So, das war die zweite Karte. Habt ihr noch Lust? Ach ja, ich hätte auch noch für dich hier gehabt. Hätte ich auch noch draufkleben können. Aber ist egal. Und die dritte Karte kommt sogleich. Da habe ich jetzt, das ist so eine Karte, die von außen ganz normal und unspektakulär aussieht. Psst. Da habe ich so Baker's Twine, also so ein Bäckergarn, habe ich so Schleifen gemacht, und ein anderes Schleifenband und ein paar Kristalle drauf. Lass dich feiern. Passt auch immer, ne? Ob man gewonnen hat oder Geburtstag hat oder Jubiläum oder was auch immer. Und wenn man es aufmacht, dann entfaltet sich ein Buch. Und ihr seht, ich habe das Buch noch gar nicht gestaltet. Warum nicht? Weil ich dachte, wer sie gewinnt, der kann dann selber was reinschreiben oder draufkleben. Sticker, was auch immer. Ihr seht, die Buchrücken haben auch hier ein bisschen Papier. Ja, und dann kann man hinten drauf schreiben, was immer man sagen möchte. Ja, das ist die dritte Karte und daran habe ich nichts vorbereitet. Nichts. Nur nacktes Papier, damit ihr auch wirklich sehen könnt, wie das klappt. Ist auch wieder ganz andere Farbe als das, was vorher war. Da dachte ich, dass wir außen... Entschuldigung. Den rosanen Karton nehmen. Ja, ist es. Und da brauchen wir natürlich nur die Mitte wieder falzen. Ja, das Haus geht, der hat keine Lust mehr. Ich habe dir gesagt, das dauert. Ich hätte dir ja einfach zeigen können, aber das war ja, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Ne? So, das legen wir jetzt beiseite. Das Interessante kommt nämlich jetzt. Da brauchen wir nicht mehr das Scoreboard, sondern das Lineal. Nee, eins habe ich noch vergessen. Ich wollte das eigentlich abschneiden. Habe ich ja hier auch gemacht. Da habe ich so 3 cm abgeschnitten. Unten und an der Seite. Also ja, unten und an der Seite. Damit hier. Aber es geht auch so. Muss man gar nicht. Muss man nicht. Kann ich auch so machen. Okay, das drehe ich auf die Rückseite, weil ich da jetzt meine Markierungen drauf machen muss. Okay, jetzt müssen wir also rechnen sozusagen, nein, nur anmalen. Deshalb habe ich ein, wie heißt das hier, so ein Messer, Bastelmesser und einen Stift, um Markierungen zu machen. Er ist wirklich gegangen, hat keine Lust mehr. Okay, wir messen also zuerst vom Rand irgendeine beliebige Größe, ist vollkommen wurscht. Wir nehmen jetzt mal 3 cm. 3 cm Rand. Oder machen wir 4 cm? Nein, wir machen 3 cm. Ich wollte nämlich eigentlich noch mein Schneidebrett mit runterbringen, habe ich vergessen. Also mache ich erstmal 3 cm hier. Und da ja das nur 29,78 cm sind, muss ich dann ein bisschen reinrücken. 1, 2. Holst du das gerade? Was? Das Schneidebrett. Gut, dann warte ich noch einen Moment. Okay, dann zeige ich euch schnell die Karten, die ich noch die letzten Tage nebenher gemacht hatte. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu. Also, da haben wir hier diese Karte. Was steht denn da? Dream a little dream every day. Ja, träum einen kleinen Traum jeden Tag. Und dann habe ich, also das Papier ist von Action gewesen. Und dieses Glitterpapier, da ist wieder ein Katzenhaar. Dieses Glitterpapier ist auch aus dem Riesenpaket, was die Dani uns geschickt hatte. Ich danke dir, mein Schatz. Dankeschön. Ich habe gedacht, ich zeige in der Zeit gerade die Karten, die ich gemacht habe. Und diese Blumen hier, selbstklebend, aber natürlich habe ich nachgeklebt, die sind von Teddy gewesen. Genau. Das ist auch von Action, dieser Spruch hier. Gut, Nummer 1. Dann habe ich gestempelt. Das ist auch nichts Besonderes. Kartenrolling war von Action. Und dann habe ich gestempelt. Oh, die waren auch von Action. After rain comes sunshine. Nach dem Regen kommt Sonnenschein. Ja, habe ich gestempelt und ein bisschen angemalt. Einfach so eine Aufmunterungskarte.
Ja, und dann habe ich auch so ein paar Steinchen draufgeklebt. Und dann, ach ja, da hatte ich von Action ja neulich die neue Stanze mitgebracht mit diesen Löchern hier. Und habe dann darunter gleiches Maß ein Glitzerkarton geklebt. Das Ganze dann auf eine Grundkarte in DIN lang. Da. Und habe dann noch aus dem Set von Action so ein Dings da, ein Tag, Anhänger dran gemacht und ein bisschen Bäckergarn. Und noch ein paar Glitzersteinchen. Das sah so nackt aus ohne Glitzersteinchen. Ja, und dann habe ich, die habe ich auch gestempelt. Ist der nicht zum Piepen hier, der kleine Wicht? Ich weiß gar nicht, was es ist. Eine kleine dicke Katze, kleiner dicker Bär, ist auch egal. Auf jeden Fall bringt der Luftballons mit. Das Vögelchen fliegt drüber und da steht liebe Grüße. Und ja, und dann habe ich natürlich auch Glitzersteinchen drauf gemacht. Ich finde den echt zum Knuffeln. Und dann habe ich hier, das Papier war auch von Action, auch dieser Spruch, Rise and Shine, also erhebe dich und leuchte. Und dann habe ich aus dem Stempelset, auch von Action, da wo auch der Regenbogen drauf war, diesen Heißluftballon gestempelt, ausgeschnitten und bemalt und habe den auch ein bisschen Glanz noch verliehen. Ja, und habe noch ein paar Steinchen, die auch alle mit aufsteigen. Das waren die Karten. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt haben wir ja ein Schneidebrett. Jetzt schneide ich nämlich genau das ab, wie ich eben sagte. Ich finde, das sieht etwas eleganter aus, wenn das also ein Stückchen, ich zeige es nochmal, bevor ich hier rede und rede, wenn das ein Stückchen vom Rand weg ist, wenn der Rand ein bisschen so für sich bleibt. Ja, ist meine persönliche Meinung. Muss nicht sein, ist nur meine Meinung. So, geh mal weg, Karte. So, dann machen wir jetzt auch die 3 cm. Ich könnte auch gucken, wo 3 sind. Ne? So, also nur an einer Seite und an der Längsseite jeweils. Das ist dann praktisch auf jeder Seite 1,5 cm weg von der Karte. So, jetzt lacht nicht. Das ist nämlich immer noch mein altes Schneidebrett, was ich seit Jahr und Tag benutze und habe keine neuen Messer dafür. Deshalb muss ich immer hier am Rand ein bisschen nachschneiden. Man gewöhnt sich daran. Ich könnte mir ein neues Schneidebrett zulegen oder versuchen, irgendwo neue Messer herzukriegen, aber wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Wenn mein Schatz das jetzt sieht, denkt er auch, die hat sie nicht alle, ne? Das immer zu machen. Ich muss ja dann nur die Schnipselchen hier abschneiden. Wir haben dann noch. Ja, ich weiß, dass oben am Schrank in der Kiste ein liegt, aber ich habe dir gesagt, das ist in 2,50 Meter Höhe. Mann, du plapperst so viel. Hättest du mir einfach mal sagen sollen? Ich habe das gesagt. Nein, vorgestern habe ich dir das gesagt. Du hast nicht gesagt, hol mir das bitte. Nein, ich habe gesagt, ich habe versucht, da dran zu kommen. Aber ja, ich komme da nicht dran. Ja, heißt das vielleicht, ich soll es runterholen? Mhm. Ja, dann Frauen, sag das doch. Liebe Frauen, liebe Mädchen, liebe Frauen, ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn wir das so sagen, ich brauche das, ich komme da nicht dran. Muss man dann noch extra sagen, bitte hol mir das runter? Oder reicht das normalerweise? Nein, das reicht nicht. Ja, doch. Weil du sagst das ja einem Mann. Ja. 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 20 Jahre Mann. Okay, wir fangen. Jetzt habe ich also überall. Und wir sind einfach zu intelligent für solche subtilen Äußerungen, wir Männer. Intelligent heißt das jetzt? Ja. Nicht das Gegenteil? Nicht das Gegenteil. So, wir machen also jetzt für den Rand bis zum Buch 3 cm links und 3 cm rechts. Jetzt brauchen wir auch nichts mehr abzuziehen. Denn der Rand selber ist ja weg. Ne? Das gleiche mache ich jetzt auch oben, damit ich gleich eine gerade Linie hinziehen kann. Ja, das dauert jetzt etwas länger, aber ich wollte es euch in aller Deutlichkeit zeigen. Bisschen blöd, aber macht ja nichts. Ne? So, dann ebenfalls links und rechts unten und oben natürlich auch. Wen wundert's, ne? Ihr könnt jede beliebige Zentimeter- oder Inchzahl nehmen. Also wenn ihr ein kleines Büchlein nur innen drin haben wollt, dann nehmt ihr eben mehr Zentimeter Rand.
Je größer ihr das Buch haben wollt, desto weniger Rand macht ihr. So ist das. So, drei. Jetzt ziehe ich mir erstmal die Hilfslinien her. Die sind ja auf der Rückseite, das sieht man nachher nicht. So. Übrigens, letzte Woche wollte meine Schwägerin auch diese Doppel-Z-Karte. Jetzt habe ich schief geschnitten. Das war sowas von schief. Da wollte ich ihr das zeigen, meinte, ich hätte hintergekommen. Ich wäre wie eine blöde Striche gezogen und es klappte vorne und hinten nicht. Und dann gestern dachte ich, ja, ob ich das jetzt doch kann? Ja, hat auf Anhieb geklappt. Ich weiß auch nicht. Ich war einfach zu müde letzte Woche. Wahrscheinlich, ne? So, das ist jetzt der Rand. Jetzt kommt das Buch selber. Da mache ich immer normalerweise 2 bis 2,5 cm für den Buchrücken, für die Seite so. Ne? So, da auch. Und dann hier und hier. Kaum zu glauben, dass ich normalerweise im Bastelzimmer sitze. Meistens nicht mal Radio anhab, kein Fernsehen und vor mich hin singe meistens. Ne? Du hörst mich schon mal singen. Mhm. Und ja, ansonsten, ach ja, die Mitte muss ich noch kennzeichnen. Genau, die Mitte. Warum die Mitte? Sage ich gleich. So, wir haben jetzt also knapp 27 cm. Jetzt schiebe ich mein Lineal. Ganz raffiniert, zu beiden Seiten genau viel weit über, weil ja eben eine A4-Karte nicht genau 30 cm hat. 27 ist jetzt. So, von 27 die Hälfte ist 13,5. Ja, sag ja. Er sagt gar nichts. 13,5 ist die Mitte, ne? Hast du mit mir geredet? Ja, natürlich, sonst kann mir keiner antworten hier. Die Zuschauer schreien schon, ja, ja, und ich höre es nicht. So, 13,5, die Mitte. Warum brauchen wir die Mitte? Jetzt müssen wir zuerst mal, ich habe keine Unterlage mitgebracht. Einen Augenblick, das muss sein, eine Bastelunterlage muss sein, denn jetzt kommt mein Bastelmesser zum Einsatz. So, ich habe meine Schneidematte, die wir jetzt künftig hier unten aufbewahren werden, wie mein Herr und Meister das gerade sagte. So, habe ich hier unten, nee, da habe ich gar keinen Dings gemacht. Müssen wir ja auch noch ausmessen, ne? 3 cm von unten. So. Oben habe ich 2 Striche, ja. So, wir schneiden also jetzt nur 2 Linien, nur 2 kleine Linien, nämlich von diesem äußeren, wo ich den Rand gemacht habe, von den äußeren 3 cm bis zu den andere Seite 3 cm. So, ganz sorgfältig rein. So. Am besten hat man natürlich ein Lineal mit Stahlkante. Habe ich aber nicht. Gucken, ob ich durch bin. Ja. Da nicht. Gut. Und an der anderen Seite natürlich das gleiche. Mehr wird nicht geschnitten dabei. Einmal da und einmal da und von bis. Gucken. Ja. Durch schön zumachen, damit nichts passiert. Genau. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Mitte von. Die Mitte von der Mitte zu finden. Die Mitte von der Hälfte, also Viertel. Jeweils Viertel müssen wir machen. Das heißt also, von 13,5 in dem Fall sind 6,75. Roundabout. Hallo Sammy. Ja, das stimmt tatsächlich. Da 13,5. Okay. 6,75. Ein Strich hier. Da oben auch nochmal.
von der Mitte ausgehend. So, und von der anderen Seite natürlich auch. Zweimal Viertel. Gleich entfaltet sich das alles ganz einfach. So, zu machen. Jetzt falzen wir, wie ich vorhin sagte, mein Croquis-Tool, damit wird jetzt gefalzt. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht den äußeren Rand mit falzt, denn wir wollen jetzt nur das Buch rausarbeiten. Also sanft ziehen. Die Mitte wird komplett durchgezogen. Also von oben bis unten. So. Hier am Rand. Wieder nur das Buch in der Mitte. Ich bin, glaube ich, gleich ganz blau, weil dieser Stift natürlich hier nicht hält auf dem beschichteten Papier. So. Und die Mitte müssen wir falzen, aber nur am äußeren Rand. Und natürlich die Kante vom Buch auch, ja. Die Kante vom Buch, nur wieder das Buch selber. Dafür die vierte nur außen. Wir drehen wieder rum. So, die Kante vom Buch. Sozusagen die Blätter vom Buch. Einmal falzen. Und dann nochmal das vierte. Jetzt habe ich das abgewischt, ne? Sieht man gar nicht mehr. Doch, hier, das ist das vierte, ne? Kann das sein? Ich messe nochmal gerade nach, ob ich mich da nicht vertan habe. Doch, ist richtig. Gut, richtige Linie. So. Mein Schatz hat gerade gesagt, jetzt sieh zu, dass du fertig wirst. Du bist schon seit 3 Stunden dran. Aber ihr wolltet es doch wissen. So, und jetzt geht's an Falten. So, erstmal die Mitte von der Karte. Dann arbeiten wir das Buch aus. Einmal hochklappen, einmal runterklappen. Und schon sieht man, was es werden soll. Einmal hochklappen, einmal runterklappen. Und das Buch drückt sich unten, gegengesetzt zu dem äußeren. Und dann brauchen wir zum Kleben eben noch diesen Rand. Müsste ja irgendwie der Karte festkleben, ne? Diesen Rand und diesen Rand und diesen. So, man glaubt es nicht, aber tatsächlich so entsteht diese Buchkarte. Jetzt halte ich das alles mal richtig zusammen. Schubs. Moment, du musst nach außen, du musst nach innen und das Buch so. So, alles mal schön feste Falzen. So, und jetzt kann ich kleben. Unten habe ich die Karte. Ich fühle immer mal, wo vorne ist. Hier ist vorne. Was kleben wir? Wir kleben nur hier und hier. Der Rest bleibt schwebend sozusagen. So, das geht relativ schnell. Und dann ist es fertig. Verzieren wollte ich es ja jetzt nicht. Aber wie gesagt, wer es haben möchte, sehr gerne. All die Karten, die fertigen und die Rohlinge. Dann könnt ihr selber noch. Ach ja, sollte ja auch noch eine Zugabe geben, habe ich gar nicht gezeigt. Moment, Zugabe, komm mal her. Diese tollen, nein, diese 2 tollen Bogen mit Stickern. Geprägte, erhabene Sticker mit Folie verziert und so. Die sind echt süß. Ganz viele verschiedene.
ganz viele Blumen und Tierchen und Löwen und was nicht alles. Ja, Löwen und Tiere, sehr gut, Renate. Ich lobe mich immer selber, merkst du? Oder? Ich bin gleich soweit. Ich muss jetzt nur das hier abziehen. Dann kann ich es aufkleben. Jetzt hat Undine es aber gesagt, die kommt jetzt auch runter, glaube ich. Vorhin hatte es nämlich geklingelt. Oh, 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 dann weiß man ja nie. So, ich richte das nämlich aus nach der Mitte. Mitte vom Buch, Mitte der Karte. Kann man auch nochmal nach unten klappen, diese Dinger hier. So, so, so. So, festkleben. So, 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 so. Und festkleben. Und der Rest bleibt hier offen. Jetzt verklebe ich das. Drücke ich alles nochmal zurecht. Und schon haben wir unsere Buchkarte fertig. Tada! Kann man das sehen? So, jetzt müsste man eben noch hier, dafür hatte ich eigentlich dieses helle Blatt noch vorgesehen, was eben hier lag. Hier unten ist es. Augenblick. So, einen ganz hellen mit so Goldstaub besetzte Karton. Davon würde ich dann jetzt hier ein Stück und da ein Stück abmessen und dann noch hier die Seiten. Und das war's. Dann kann man das Ganze beschmücken, wie man möchte, beschriften, wie man möchte. Und hier vorne drauf machen, was man möchte. Und dann kann das in den Umschlag. Und irgendjemand freut sich wahrscheinlich drauf. Also ich kann euch den Bogen auch gerne noch dazu tun. Und diese Karte. Und diese Karte, die wir eben fertig gemacht haben mit den, ich wollte gerade sagen Pinguin, aber es sind natürlich Eulen. Und diese Karte mit herzlichen Glückwunsch. Und diese Einhornkarte, die Zickzackkarte. Und den Rohling für die Zickzackkarte. Ja, das war's, ihr Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen. Und den Stickerbuch. Und den Stickerbogen, ja, natürlich, den gibt es auch dazu. So ein Packenzeugs, ja. Ich hoffe, jemand hat Spaß daran und ich hoffe, ich konnte euch etwas erklären. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich bin kein toller Bastler. Ich kann gar nichts Außergewöhnliches. Das sind ganz gewöhnliche, einfache Sachen. Das ist einfach eine Fleißarbeit, so sage ich es mal. Dass man hier ausmisst und dann Scott, wie heißt das hier, prägt oder schneidet. Nur Fleißarbeit, sonst nichts. Also das ist kein Hexenwerk. Das schafft ihr alle, ob ihr schon mal gebastelt habt oder nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran und kriegt auch Spaß am Basteln. Also so gut wie ich es kann, könnt ihr es ganz bestimmt. Ehrlich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Bis demnächst. Tschüss.